Sorglos füttern wir unsere Smartphones und Computer mit Daten. Wie viel wir wiegen, wie fit wir sind, wen wir lieben. Wir vertrauen Servern mehr an als unseren besten Freunden, ohne über die Folgen nachzudenken. Mich regt es eigentlich immer auf, wenn Leute sagen, ich hab nichts zu verbergen oder was interessiert denn mein normales Gerede mit meinen Freunden. Fakt ist aber, dass immer mehr Firmen versuchen, auch unrelevante Daten zu sammeln, auszuwerten und dann letztendlich relevante Fakten aus diesen Daten zu ziehen. Unternehmen wollen von uns so viele Daten wie möglich. Es geht darum, jeden Menschen berechenbar zu machen, um damit Geld zu verdienen. Autor Markus Morgenroth warnt, wenn aus Personen Profile ohne Privatsphäre werden, ist die Freiheit in Gefahr. Man verliert immer mehr die Selbstbestimmung, einfach weil man von außen durchaus gesteuert wird und das aber nicht immer mitkriegt. Morgenroth zeigt, was wir im Netz machen, fällt längst schon auf uns zurück. Der neue Job, die neue Wohnung. Darüber entscheiden Spuren, die wir irgendwann einmal hinterlassen haben. Zum Beispiel, um uns über Krankheitsbilder schlau zu googeln. Nachhängen kann uns das über Jahre. Ein Beispiel, da hat eine Frau in den USA nach Multiple Sklerose gegoogelt, weil eine ihrer Nachbarn daran erkrankt ist. Und so ist irgendwo in der Datenbank tatsächlich dann der Eintrag gewesen über diese Frau, dass sie anscheinend Multiple Sklerose hat. Daraufhin hat sie eine Versicherung nicht bekommen, weil man eben dachte, fälschlicherweise, die Frau hat Multiple Sklerose und ist damit eine schlechte, nicht so wertvolle Kundin, weil sie wahrscheinlich bald hohe Kosten verursacht. Aus unseren Navigationsdateien, Kreditkartenabrechnungen oder Online-Einkäufen entsteht, ohne dass wir es mitkriegen, ein zweites Ich, ein digitaler Zwilling. Aus ihm versuchen Firmen, unser Verhalten abzuleiten. Das Leben? Eine Wahrscheinlichkeitsrechnung. Und allmählich bekommt der Zwilling ein Eigenleben. Die Gefahr ist darin begründet, dass der digitale Zwilling sich nicht mit einem selber deckt. Dass der Zwilling also eine ganz andere Person ist, mit anderen Eigenschaften, mit anderen Problemen, die man vielleicht hat, eben, dass er nicht so kreditwürdig ist, wie man selbst eigentlich ist, dass er in der Datenbank als krank dasteht oder nicht so leistungsfähig, eben weil irgendwelche Algorithmen Fehler produzieren. Mit Daten haben Unternehmen ein mächtiges Instrument in der Hand. Vor Vorstellungsgesprächen wühlen sie alle möglichen Datenbanken durch und oft schon entscheidet unser Zwilling, den sie dort finden, darüber, ob wir den Job kriegen oder nicht. Der Reiz der Mitarbeiterüberwachung. Obwohl nur eingeschränkt erlaubt, sammeln Unternehmen. Wie viel Überstunden macht der Arbeitnehmer und wie oft Pause? Und mit wem wird worüber geredet? In dem Beispiel haben wir hier einfach eine Visualisierung, wie Kommunikationsströme innerhalb eines Unternehmens laufen. Also jeder kleine Punkt hier ist praktisch eine Person, ein Mitarbeiter. Und jede Verbindung, jede Linie hier, die man sieht, symbolisiert eben eine Verbindung zwischen, eine Kommunikationsverbindung zwischen zwei Mitarbeitern. Das heißt, man sieht einfach nur, wer mit wem kommuniziert und kann da zum Beispiel herausfinden, wer an einem bestimmten Zeitpunkt über eine bestimmte Information Bescheid wusste. Die Datensammelwut wird wachsen, aus Geldgier und vermeintlichem Sicherheitsdenken. Es ist ein Angriff auf unsere Freiheit und Würde, wenn uns heimlich Schaufensterpuppen aufzeichnen oder internetfähige Fernseher direkt unser Wohnzimmer überwachen. Das alles ist bereits Alltag, so Morgenroth in seinem Buch. Also man kann sich letztendlich dieser Datensammelei nicht komplett verschließen. Man müsste auf eine Insel auswandern und im modernen Leben komplett abkehren. Das macht natürlich keiner. Von daher muss einem bewusst sein, dass man dem Ganzen nicht entfliehen kann, dass man immer irgendwo Daten hinterlässt. Ein Leben offline ist nicht die Lösung. Aber wir müssen erkennen, die versprochene Freiheit der Datenwelt macht uns unfrei, wenn der digitale Zwilling übernimmt. Wenn wir nicht wollen, dass wir als Menschen hinter Daten verschwinden, müssen wir bestimmen. Über unsere Daten und was mit ihnen gemacht wird.